Ah. So, geht gleich los, ne? Willst du das aufnehmen, wie ich dir wegfahre, Warte erst mal ab hier. Wer, die hatten die saubere Seite hier. Beim Start. Und du kannst bis zum DRS auch ruhig vor mir bleiben. Ja, 1,001 Sekunden. Nein! Oh, reicht eigentlich auch eine Sekunde genau? Weiß ich nicht. So, welche Taste muss man denn dann drücken, um DRS zu benutzen? Y. Ach so, das da oben, da kommen wir nie dran. So, dann die Kurve, die spricht für mich hier, Philipp. Geh weg! Ey, Hey! da haut er mich hier. Ja, die Kurve kriege ich besser. Ja, wer ist denn innen? Scheiße, ich komm nicht weg. Wie unerlaubt überholt. Position zurückgeben? Welche? Was meinten die denn jetzt mit unerlaubter überholt, hä? Ja, durftest du wohl nicht überholen, so. Bist du über Streckenabkürzung gefahren oder so was? Dann mu musst du den Platz halt wieder Kann abgeben. natürlich sein. Ja. Jetzt haut der Philipp mir tatsächlich wieder ab, ey. Ich glaube, ich muss auch mal hier das automatisch Bremsen wirklich deaktivieren. Das ist ja peinlich. Oh. Philipp, hau nicht so weit ab! Ja, ich will doch Erster werden. Und ich bin schon nicht mehr im DRS-Fenster, ist ja ätzend. Erinnerungsstrafe? Er muss wahrscheinlich in der Box fahren oder so. War ja kein Fall. Naja, jetzt nicht, aber wenn er an der Box vorbeikommt, hast du 3 Runden Zeit. Das passt nicht in meine Rennstrategie. Ja. Also, ja. Scheiße, wieso haust du mir so ab, ey? Wie hast du denn deine Strategie gewählt? Ja, besser natürlich. Ja, verrate ich doch nicht. Ja, jetzt kann ich die eh nicht mehr umstellen, Doch, oder? Kannst mit dem Digipad hier Reifen auswählen und kannst auch irgendwann einfach reinfahren in der Box. Bin ja vorhin auch einfach eine Runde eher reingefahren. Ja, das kannte ich davon. Aber kannst du jetzt auch die Strategie hier ändern, oder? Nee, du kannst halt einfach reinfahren, wenn er meint. Nach der Strafe. Aber du nimmst mir hier pro Runde ordentlich was ab, ey. Boah, und ich fliege hier raus, ey. Ist der Rossby auch neben DRS-Fenster hier? Oh, ich habe meinen Frontflügel verloren. Ja, das hatte ich mir schon. Keine Ahnung. Bin irgendwo vorgefahren. Ei, ich komme um keine Kurve mehr. Musst du in der Box? Ja. Oder? Dann fahre ich erstmal wieder die ganze Zeit. Schön, neuen Frontflügel, Jungs. Macht mir einen neuen Frontflügel dran. Und der ganze Feld zieht an mir vorbei, verdammte Scheiße. Das ist auch gleich schön mal zu überholen für YouTube. Na super.
Will doch keiner sehen, wie scheiße ich hier fahre. Den Holger kann ich überholen als nächstes hier. Na, prima. Der Holger fährt mir auch weg, ich könnte ins Essen brechen. So, und DRS habe ich auch nicht, ich bin zu weit weg. Hier in der Kurve bin ich nämlich, da habe ich mir Frontflügel auch abgefahren. Ja. Krass. Was fahrt ihr denn so? Ja, ich hatte eine 1,49, weil ich ja direkt in der Box bin. In der ersten Runde. Ich krieg hier kein DRS, ey. Der Holger überholt hier einfach die da vor mir. Wieder? Nein. Den zu überholen. Ja, ich dachte, dann würde ich wenigstens mal rankommen hier oder so. Ich an den Bottas. Ja, ich auch. Ach. Weil ich einen neuen Frontflügel brauchte. Ach so, ja, ich habe ja einen gefunden unterwegs. Die Rundzeit vom Vettel sind deutlich langsamer als meine. Pro Runde baue ich einen Vorsprung von 3 Sekunden auf. Echt? Krass. Hat er mir gerade gesagt. Echt? Wo ist denn der Holger eigentlich hin, ne? Ja, ein paar überholt und kämpfe jetzt hier weiter. Wow.
Mensch, Perez, mach dich da weg. Huch, jetzt fahren die vor mir alle raus in die Boxengasse. Ja. So, da haben wir wieder den Hoagie vor mir. Aber ich bin noch nicht im DRS-Fenster. Oh, der fährt hier irgendwelche Reklame kaputt, der Holger. Wer hat den da hingestellt? Also, die war doch vor einer Runde noch nicht da, oder? Keine Ahnung. Ach komm, fahr noch eine Runde, ist doch schön. Wollt schon in die Box fahren. Nur weil ihr seit Runden rechts Boxenstopp steht und der Wagen so rutscht. Ach, deswegen rutscht der so. Naja, du sollst nicht gegen mich fahren hier. Du musst Hey, geh aus meinem Auto raus. Ja, ich fahr doch immer schon weiter links. Jetzt muss ich mal nach rechts kommen. Ah, ich quetschte mich Pfeffer ist viel schneller als ich in die Kurven rein, Topper. Was? Ja. Meier bremst automatisch irgendwann. Ja, ich hab aber wohl noch die frischeren Reifen drauf, weil ich hatte ja schon einen Boxenstopp in der zweiten Runde. Ja, ich hatte auch einen Reifenstopp. Ja, natürlich. Stopp, der ist nur durchgefahren. Ja, du hast ja einen Strafstopp gehabt, genau. Ja. Jetzt, warum bist du da immer im Weg, Mensch?
weiß ich nicht. Ich will ihn noch überholen, bevor ich einen Boxenstopp mache. Vergiss den Bau. Jetzt hat er mich in die Wand gesammelt, der Chopper. Ich? Ne. Ja, jetzt schieße ich hier noch irgendwo her. Ich war da nicht. Kann man hier zurückfahren? Das hat ihn noch nicht. Rückwärts setzen. Bremsen. Das ist neu. Oh mein, oh, ganz, ganz fieser Reifenschaden. Jetzt schulde ich auch noch eine Kollision? Ich fahre ja um. Ja, du bist mir hinten drauf rausgefahren hier. Nein. Die Kollision gab's, weil ich hier so mit kaputtem Auto. Ey, ich muss da rechts in die Box rüber. Weil mir von hinten welche erwischen. Weil ich hier so rumeier. Unzulässiger Bereich. Jetzt bin ich auf die Straße gebeamt. Was ist denn hier los? Oh oh. Das Spiel ist kaputt. Philipp, warst du schon in der Box? Ja. Echt? Und du hast 40 Sekunden Vorsprung? Du warst doch auch schon zweimal in der Box, oder? Nee, einmal. Ich fahr. Ja klar, ich bleib auch bei einmal. Ich fahr da drinnen durch so, hier auf dem harten Rad. Ich hab mir natürlich direkt harte Reifen geholt. Ja gut, dann geht das ja. Ja, 22 Sekunden. Aber vorhin stand da 40. Ja, weil ich da noch nicht gewechselt habe. Ich habe gerade. Ah. Hast schon Angst bekommen, ne? Ja, ich dachte schon. Ne? 40 Sekunden mit Boxenstopp wenn hätte ich hart gefühlt. Ich hoffe nur, dass meine Reifen so lange halten. Bist du ja noch in der Box gekommen, Holger, oder? Ja, hab mich dann noch rübergewurschtelt. Inzwischen bin ich wieder auf der Strecke. Ja. Ich bin immerhin 20. von 22. Und hab nur 15 Sekunden Differenz. Die fahre ich eben raus. Dann mache ich das Rennen meines Lebens hier. Ja. Und auf den letzten Metern kackt das Spiel wieder ab. Dann wollen wir nicht hoffen, ne? Ja, wieso? Wollen wir auf dem Platz 20 will ich die Werte. Ach so. Immer auf Platz 1 hier und jetzt so weit. Erinnerungsstrafe? Woran? Was für eine Strafe? Ja, für die Kollision musst du nochmal eine Durchfahrtsstrafe wahrscheinlich machen. Ne, mach ich nicht. Einfach in der letzten Runde. Weil du da mit Vollgas in mich reingebrettert bist hier gerade. Da hast du dir eingebildet, du warst immer rechts neben mir. Und hast mich in die Wand. Achso, jetzt soll ich hier in die Box wieder? Ach ja. Ach, jetzt beamt er mich wieder raus, weil ich in einem unzulässigen Bereich bin. Ich fahr ja nicht in die Box. So. Hä? Was machst du denn da? Wärst du einmal hier ins Olympische Dorf nochmal gucken oder so? So, meine Reifen sind allerdings schon gelb mittlerweile. Dunkelorange. Mal gucken, ob wir da noch drei Runden mit durchhalten können hier. Nach Rundenzeit bin ich im Moment vorne dabei, sagt er. Mein Renningenieur. Ist ja auch Zweiter. Aber ich fahre 1,47er Rundenzeit, du hast doch 1,44er. Ja, 1,44,8. Ich habe jetzt einmal 1,44. Ja, du fährst auch immer weiter weg hier.
Weiß ich, mich dreht's aber jetzt schon ganz schön weit raus hier mal aus der Kurve. Wären glitschige zwei Runden hier noch. Dann muss ich dich nur noch einmal antatschen. Ja, macht der Vettel, glaube ich, gleich. Der sitzt mir im Nacken. Es ist auf einmal wieder weg. Das ist gut, da hinten kommt ein DRS-Messpunkt. Boah, 30 Sekunden, ey. Philipp, du brauchst gleich wieder ein Ketterhelm. Ja, solange er ausgeht. Dann stelle ich dann wieder heimlich um. Oh, gerade Sektor 1 Bestzeit gefahren. Bin auch gerade. Wie rot können denn so Reifen werden? Bis sie platzen. Das ist total gemein. Mich hat überhaupt keiner überholt. Jetzt bin ich inzwischen auf dem 22. Platz. Ich war doch auf dem 20. Die haben dich in der Box überholt wahrscheinlich. Ich sehe dich aber schon. Musst ja mal wieder. Ich sehe dich aber schon. Oh oh. Boah, ich habe jetzt immer Schlupf beim Rausbeschleunigen. Ne? Die Reifen sind echt nicht mehr gut. Mein Team hat auch nichts zu tun. Funken die mich hier an, um zu sagen, dass die Bremsentemperatur optimal ist. Jungs. Ja, du warst schon lange nicht mehr in der Box, die langweilen sich. Ja, das war aber knapp. Oh, der Vettel kommt. Der Philipp ist schon wieder im Ziel, ey. Kannst du direkt noch eine Runde FIFA zocken, bis wir im Ziel sind. So, und ich halte hier hinter mir schön auf, Alter. Nee, der Vettel hält hier auf. Ah, ich habe wunderbar aufgeholt. Ich habe nur noch 13 Sekunden Rückstand hier. Eieieiei. Wie viele Sekunden war es denn jetzt? Weiß ich nicht. Lange. Habe ich die 40 noch voll? Weiß ich nicht, das der steht da nicht, ne? Der steht nur Bestzeit. Nur 36, oder was? Ja. Ach ja.
Guck mal, man kann sogar zuschauen. Da, Hogi. Gucken, wie er so fährt. Ah. Oh. Wenn nicht. Achso, der schaltet automatisch. Jo, Hogi. Und da ist er im Ziel. 38. Errungenschaft freigeschaltet. Der lange Weg. Oh. Das war schon irgendeine schlechte. Für nach 40 Sekunden ins Ziel eingefahren oder in einer Minute oder was. 1,34. Aber meine Bestzeit war auch nicht gut, ey. Da warst du sogar schneller hier mit einer 1,46er, ey. Wo sieht man das wieder, der Renndirektor? Ne, da steht da beste Zeit und dann, und ich habe 38 Sekunden nur Rückstand gehabt. Also 40 hast du nur zum Nico vorgemacht. Der Vettel ist auch noch unterm 40er Fenster. Ja, Kollision. Und schon mal ein Teamkollege, 40 Sekunden. Ah, mit 38 bin ich raus. Ja, bei mir sind keine Zufälle. 1,44,001. Danach kommt die Bestzeit 1,47,2. Nee, das ist meine. Den 1,46 sind auch noch gefahren. Ich war halt einfach nicht so schnell. Ja, wo denn? Ach doch, da unten. Die alle hinten sind. Warum haben die genau, alle... keine Ahnung, warum die schneller waren.